Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of Val. Ich bin jetzt im Akt 2, hab's ja letzten Part geschafft, Merwell zu töten dank dieser super Rüstung. Hab leider keine 5 Kombinat-Slots hingekriegt. Und ja, hab umgesquillt auf Dolche. Mache jetzt 1041,8 Schaden und 32 Critical Strike Change. Life Gained on Hit habe ich 20 jetzt. Chill Duration Increase 150. Sehr schön. Und 158 Increased Rarity Change. Oder Shanes. Ja, hier ist noch ein bisschen die Resistenz. Wenig Armor ist es um über 2, also über das Doppel der Höhe, dank der Rüstung. Energy Shield ist auch viel höher. Ja, gut. Also dann gehen wir mal zu der Spinne langsam. Geht einige Zeit. Schauen wir mal, was für, wie die Gegner hier das aussehen. Sehr wenig, also wir sind richtig stark. Das ist gut. Ja, die Gegner kommen schon recht viel Leben dazu über den nächsten paar Akten. Mal so angreifen. Sehr schnell. Der Pfeil. Ein fliegender Pfeil. Ein Chromatic Orb. Aha. Die Brücke ist heile hier. Können wir gleich drüber. Sonst müssen wir nämlich einen anderen Weg suchen. Aber hier schön, dass die heile ist. One Hit. Ah, das tut sich gut spielen, wenn man die ganze Zeit diese Charges oben haben kann. Da hat man immer hohe Reichweite. So. Ach, stirb. Also hier ist sie kaputt. Müssen wir drum herum. Ja, hier geht es gut weit. Ah, müssen wir oben durch. Hallo. Richtige Taste drücken, Rago.
Spielt sich sehr gut. Oh, Hallöchen. Ach komm. Nicht Spinnenspiel. Mit diesen Desinkimmel. Probleme. So. Ja, genau, der ist einfach verschwunden. Oh, Menno. Was ist jetzt wieder los? Ja, stirbt alle. Der Mietmaul. So. Jetzt. Nächste Ebene. Hallo? Wenigstens ein Waypoint. Gut. Ein bisschen laufen. Oh. Wissen wir gar nicht. Da kommt schon eine Elite. Willing Plates brauchen wir nicht. Lange killen. So, schauen wir mal, wo das Spinnengebiet ist. Hier nicht. Links unten. Geht weg, bitte. Stinkige Schlange. Hallo? Es ist versteckt. Das ist nicht gut. Ich möchte keine versteckte Gebiete. Tag wohl. Ich habe guten Tag gesagt, jetzt erscheine Gebiet. Ein Käfer. Ja, jetzt sind wir unten angekommen. Geht's noch hier nach drüben? Ah, oh, grüß dich. Oha. Der macht Damage. Ah, hier ist es. Bisschen falsch. Oh krass. Temporal Shines. Also ich bin langsam und die Gegner sind schneller. Ja, ganz klar. Den hauen wir gleich ab.
Das ist ja mal wirklich böse. Gab's so einfache manchmal. Und jetzt so ein extrem schweres? Ne. Ja. Sein Zwilling kommt auch noch. So. Oh, diese Spinnen. Weg damit. Vor allem diese Springspinnen, Teleportierspinnen. Bitte weg. Fahr zur Hölle oder in den Spinnenkokon. Und vor allem irgendwas Grässliches. Oh, für die ist das ja Spinnenkokon gar nicht hässlich wahrscheinlich. Ein Superior Eisbär. Was macht das beim Eisbär? Ach, geht mal weg, ihr Spinnen. Was? Increases Projectile Speed. Naja, nehmen wir einfach mal. Hier ist eine Gassack. Hier oben denke ich mal auch. Nein, ja doch. Ja. Auf die andere Seite müssen wir wahrscheinlich von hier oben. Und wir könnten hier mal durch. Aber hier ist eine Sackgasse, ja. Musch, weg. Insekten. Aha. Okay. Zwei Unique Boss auf einmal. Hab ich schon mal gehabt und ja, zuerst einmal, oh Gott, zweimal so viel Damage bekommen wir und so. Aber es ist gar nicht mal so schwer. Aber dieser Unique Boss, der ist schon ein bisschen hart. Ich hoffe, es sind da nicht zu viele Zombies. Weil das so ein Totenbeschwörer ist. Oh Gott. Was wird eine harte Nuss? Aber zweimal Loot am Schluss. Wir hätten einfach zweimal sterben, irgendwann schaffen wir es. Da sollten sie sein.
Das Blut spielt sie immer noch vom Fressen. Oh Gottchen. Ja. Wegen Kadaverexplosion. Denke ich mal. Zu wenig schnell reagieren können. Ich wollte abhauen, aber der Charakter hat lieber die Gegner angegriffen. Den Stein habe ich schon umgedreht. Geht doch einfach weg. Das ist natürlich schlecht, dass... Oh, noch mehr. Komm schon. Kommt ihr mal hier hin. Kommt ihr gefälligst? Ja. Keine Chance, es sind viel zu viele Zombies. Okay, machen wir das nicht. Egal. Und den Fusing Orb brauche ich ja jetzt nicht unbedingt. Warte, was das für ein Orb? Nein, das wird zu heftig, weil die bekommen irgendwie mehr Zombies mit der Zeit. Schade. Nein, es ist zu heftig. Zwei auf einmal. Die sind doch noch heftiger, als ich geglaubt habe. Und weil die anderen Gegner noch da sind und den müde spucken, komme ich von denen auch noch viel Damage über. Nee. Manchmal muss ein Path of Exile einfach ignorieren etwas. Weil, ja, sind schon viele gestorben. Von diesen Fallarenen. So, wir haben die große Spinne. Hier mache ich ein Portal. Kann ich dann gleich verschwinden. LOL, und ein Ding ist hier. Habe ich keine Chance zu Ding, hey. Gottchen. Die machen zusammen so viel Damage. Hau ab und vereis mich nicht. Ja, ganz klar. Der hat noch eine Wahl. Cold Snap. Ach, man, no. Was ist los? Plötzlich sterbe ich so auf. Hau jetzt ab, du dort hinten. Genau. Verschwinde im Eisfeuer. Ja, die machen natürlich sehr viel Schaden, weil ich minus 20 Chaos-Resistenz habe. Mist. Ein Moonstone. Ah, das ist blau. Moonstone Ring. Da. Ein Goldring. Den nehme ich mit. So, jetzt probieren wir nochmals. Ich hoffe, wir bekommen wenigstens einen Rare Ring. Zuerst hier abgeben. Oh, Faster Casting wäre nicht schlecht. Ja, die anderen sind alle Schrott. So. Verkaufen. Nichts Gescheites dabei. Melege. Nein, danke. Die tue ich irgendwo hin, wo ich
nicht gerade die Sachen brauche. Ja, wenigstens mal ein Rare. Ach, schade. So, die können wir auch verkaufen. Bekommen nicht viele über von denen. Schade. Und jetzt gehen wir weiter. Ich hoffe, die Karte ist noch da. Ja, scheinbar. Gehen wir mal nach links. Finden wir auch einen Weg dorthin. In die nächste Ebene. Hallöle. Ein Diamantring, aha, sehr schön. Und jetzt genau hier. Ja, in der nächsten Ebene bei den Explosions-Eingeborenen da müssen wir ein bisschen aufpassen. Kommen wir jetzt momentan gar nicht oft. Die Alia, wie sie heißt, machen wir später. Die ist recht stark, also vor allem zäh. Möchte noch ein bisschen Magic finden dazwischen. Ja, hier ging es zu ihr. Komm, nimm auf. Wir gehen jetzt direkt zum General. Oh, jetzt ganz viele. Aber die sind sehr schnell down, dass sie gar nicht explodieren können. Das ist doch mal toll. Oh, wie viele gibt's hier? Okay, einer ist explodiert. Ist egal. Manchmal halten sie doch schon recht viel aus. Aber wahrscheinlich, weil wir nicht kritten und gleich weniger Damage machen durch einen Schlag. Jetzt haben wir zwei Pfeile sogar im Rücken gehabt. Piercing nach dem Fighten. Grüße, Leute. Ach, falsche Taste. So. Immer wenn ich den Kampf anfängt, habe ich die falschen Tasten
Ausgewählt. Eieiei. Muss besser schauen. So, und jetzt bekommen wir als Belohnung nochmal einen Skillpunkt. Ja. Da ist. So, jetzt können wir auf Leben wieder. Nein, noch nicht. Zuerst Dexterity. Hier könnten wir noch zwei gehen. Bisschen mehr Damage. Weil Iron Reflex ist momentan nicht so wichtig. Hier hat es noch Inquest Weapon. Critical Strike, Change Welt, Dual Welding. Möchten wir vielleicht auch noch, aber ich habe zu wenig Punkte. Wir müssen uns wirklich konzentrieren auf die Punkte, also wenn ihr ein paar Vorschläge habt, weil das reicht nicht. Und Wahlpakt brauche ich eigentlich irgendwie nicht. Solange wir nicht sehr viel Life Leech haben. Weil der Weg dorthin, der hat viele Punkte und so. Verbraucht viele Punkte. Ja, okay. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye.